Tja, wer erwartet uns wohl hinter dieser Tür? Und wer darf ihn betreten? Wer darf ihn platt machen? Ein Fall für Gary und Mr. Willkommen zurück zu Let's Play Donkey Kong 64. Wir sind jetzt mit der Kristallkaverne so weit, so gut fertig. Fällt uns nur noch den Boss. Dann können wir auch schon mit der nächsten Welt anfangen, wenn es gut läuft. So, Tiny ist der nächste. Also dann mit der nächsten Welt schon mal anfangen. Und wenn die Zeit noch reicht, können wir mal unsere Rache gegen Cranky Kong verüben. Denn dort werden wir nur den letzten Trank bekommen. Und den Trank werde ich natürlich vorschieben, damit dann auch systematisch dann das Level durchspielen könnte. Was dann halt auch bedeutet, dass dann die eine asoziale Aufgabe... Obwohl, nee. Geht gar nicht. Ich bräuchte noch ein paar weitere Upgrades. Vor allem... Upgrades von unserem Freund und Helfer Junk... Funky. Ja. Junk ist der, der gerade die Bananen abgibt. Also von Funky? Ich glaube nur noch von ihm, ne? Dass ich dann wahrscheinlich die zwei hole. Und drauf könnte eigentlich an den Schlüssel ran, aber er ist wieder zu fein. Somit hat jetzt Donkey Kong noch die letzte Ehre, noch die letzten 15 Bananen zu geben. Damit sie dann keine Ausreden mehr hat und den Schlüssel wirklich dreht. Normalerweise kommt sie ran. Ja, jetzt kommt sie sowieso ran. Und heute zum Bosskampf gehen darf... ...unser Chef höchstpersönlich Donkey Kong. Aber das hat auch einen bestimmten Grund. Der Bossgegner, der hinter dieser Tür wartet. Der hat mir schon einmal gesehen. Sogar recht früh im Spiel. Und er will auch Rache. Und er tut alles, um diese zu bekommen. Es ist niemand geringeres als Armadillo höchstpersönlich. Und die Regie hat schon wieder verpennt. Danke. Armadillo gibt sich die Ehre. Und will es nochmal wissen. Nachdem ich Dogaton, vorhin eigentlich Dragoraton, hab den richtigen Namen lautet Dogaton, ihm seinen Beruf gekostet haben, er hat ja gekündigt, wird jetzt Armadillo der Nächste sein, der den Job hinschmeißt. Aber da sieht man schon, er hat auch wieder ein paar neue Tricks auf Lager. Er ist nicht mehr so einfach zu besiegen wie im ersten Welt. Denn er hat auch die Stampfattacke gelernt. Dazu braucht er halt die Antriebe, damit er auch wirklich in die Luft kommt. Der ist halt so schwer. Und der zweite Treffer. Ja, mit seinem Gewicht kann er gut auf die Stampfattacken einsetzen. Und natürlich wieder auch wieder geschockt. Sonst hat sich am Prinzip so gut wie gar nichts verändert. Nur dass er mehr Moves zur Verfügung hat. Bei die Stampfattacke. Und dann sieht man noch vom Panzer, der ist an eine Echse abgelehnt. Angelehnt, wie auch immer. Das macht er schon zweimal. Aber trotzdem, wir wissen uns nicht wie in der ersten Welt. Denn wir sind einfach ganz gechillt, klug und flink. Das, was er nicht ist, mit seinem hohen Gewicht, ist er langsam, aber gefährlich. So. Hier, nimm das! Und verabschiede dich mal.
Tja, seine Kanonen sind doch wieder kaputt. Aber meinst du, er gibt auf? Nee, er hat jetzt Mut gefasst, er versucht's nochmal. Aber wie will er jetzt denn werden? Er hat keine Kanonen mehr. Der einzige Möglichkeit, wie er sich wehren kann, ist höchstens mit der Stampfattacke. Und damit hat er bisher nicht getroffen. Ein Rückwärtssalto reicht und mir weicht dem Stampfattacke perfekt aus. Da kann er machen, was er will. Er ist am Arsch. Doch, was ist das? Der hat noch eine extra Waffe. Ist das ein Olli? Ja, und der fühlt sich siegesicher, ne? Noch siegesicher, als es gar nicht sein kann. Denn die Kugeln, die treffen uns, wenn wir nicht bewegen. Und da sogar noch eine Lenkrakete! Wie auch immer, verschwinde! Tja, aber das wollten wir nicht, denn jetzt... Leider war die letzte Explosion so heftig, er ist leider... Ich muss es jetzt leider sagen, er ist leider tot. Aber er hat jetzt seinen Frieden gefunden. Weil, es sollte niemand mehr für den Bonzer King Kerule arbeiten, denn die haben ja keine Zukunft. Es ist so, sie haben alle keine Zukunft. Okay. Das sagt sogar Donkey Kong. So, dann wollen wir mal den Schlüssel auch abgeben. Aber jetzt werde ich kurz mal was anderes machen. Sonst war es ja immer so, dass immer derjenige, der den Boss besiegt hat, den Schlüssel abgegeben hat. Aber heute wird es mal Lenky aus. Sondern er hat da beim Gefängnis noch eine Aufgabe vor. Aber er wird im Namen von Donkey Kong reingehen. Das ist aber nicht abgemacht. Du musst wissen, Donkey Kong hat die Arbeit gemacht. Entweder du akzeptierst es so oder... Oder kannst die goldene Banane vergessen. Und dann ist der Chef sauer, das kann ich dir schon mal garantieren. Okay, okay, ich hab's kapiert. Dann gebe ich's ab. Hey Kelam, sie ist so die von Donkey Kong Grüße aus. Ich der hat den 6. Schlüssel für dich geholt. Hier, bitteschön. Ui! Ja, endlich! Bald bin ich frei! Endlich! Wenn er sich im Hintergrund freut... Ja, das hat er fast geschafft. Das ist ein kleiner Teaser, wo dann die 8. Welt stattfinden wird. Aber wir brauchen 7 Schlüssel, damit wir ankommen. Denn der 8. hat King Kerule höchstpersönlich in seiner Festung. Das heißt, wir müssen früher oder später gegen... wo ist eigentlich das Fass genau? Ah, wahrscheinlich muss man das ja mit Laufen machen. Und hier ist noch so eine... So ein Feld. Mit einer Supermünze. Also ich werde, wenn ich dann in der nächsten Welt bin, werde ich dann zuerst darum kümmern, dass wir die Moves haben. Einmal die von Cranky. Wenn wir dann unseren Racheplan noch machen können. So, die Kamera muss noch drehen. Weil dass ich gerade nah am Käfig ran vorbei kann, um die goldene Banane zu holen. Immer noch ein paar Bananen, aber um die kümmern wir uns dann mal später, wenn wir dann Welt 7 abgeschlossen haben, weil es gibt noch einige versteckte Bananen eben oben. Sorry für den kurzen Cut, ich muss da kurz nochmal... Oder sagen wir mal die Wahrheit, das hat mich schon wieder jemand genervt. Während der Aufnahme. Was ich noch vollenden wollte, dass die nächsten Bananen dieser
Vorwelt, oder wie man sie jetzt auch nennt, dass wir die dann holen, wenn wir Welt 7 abgeschlossen haben. Dann gehen wir jetzt mal zur Welt 7, die sich da oben in der Krone wahrscheinlich befindet. Was auch gleichzeitig ein Grusel-Level stattfindet. Habt ihr Angst? Okay, gibt's auch wieder eine Lobby-Banane? Und meines Wissens nach sogar den Kassplatten für Didi. Aber holen wir zuerst mal Junkie, der muss mal den Felsen beseitigen. Von Welt 7 werden wir wahrscheinlich auch nicht so viele Aufgaben machen, da geht es eher darum, dass ich mal die Moves hätte. Die Moves von diesem Junkie-Arsch, vom Cranky-Arsch, sorry. Wollte ich nicht beleidigen, Junkie. Schon gut, kann nicht dafür. Man braucht also den Donkey Kong höchstpersönlich, um ranzukommen. Das wird mir dann also als letztes machen, weil wir ja mit ihm auch noch ein paar Bananen auf dem Weg einsammeln möchten. Ja, Link ist ja dran. Denn der hat da oben eine Aufgabe zu erledigen. Das ist sozusagen die Lobby-Banane von Welt 7. Und in Welt 8 gibt es auch eine. Und da ist auch noch wieder eine dieser Erdhaufen, die man mit der Key-Explosion verrenken kann. Und hier die Stein und Zein, die schwierigste Aufgabe. Nein, die schwierigste wäre sondern nicht die schwierigste Aufgabe. Denn hier sind die... Sind die einfach mal ein bisschen schneller. Aber wenn man den Dreh... Am besten ich halt die Klappe. Das Gamepad noch im Hintergrund hört. Das kann nichts dafür, das Mikrofon ist zu empfindlich und wenn ich es auf leise stelle, ist es wieder mal zu leise, wie zum Beispiel bei Pokémon Blattgrün Part 18 und 19, an dem es einfach mal meinte, sich verstellen zu müssen. Aber noch fast kaum was gehört von mir. So, die Supermünze, auch wenn die nutzlos ist für mich. Und somit müsste eigentlich Lenky fertig sein. Der hat, glaube ich, seinen Kassplatten hier in der Overworld auch schon. Didi fällt noch ein, der kriegen wir. Donkey Kong hat seinen in der 8. der letzten Lobby. Junkie hat seinen, aber der hat noch zwei weitere Bananen. Wobei ich bei einer gar nicht mal so sicher bin, wo die ist. Ach ja, stimmt, ich weiß wieder. Und Tiny hat auch noch einen, aber die ist oben. Eine geschenkte Banane von unserem Liefer, ich meine Freund. Höchstpersönlich Squawks Papagei. Und das ist nicht sein Nachname, er ist einfach nur Squawks. Oder wie ich ihn immer nenne, Squawks Wein. Das ist eine engere Beziehung, ich darf ihn nur so nennen und sonst niemand. So, aber befreien wir jetzt mal den Kassplatten, damit Didi an den Kassplatten auch rankommt. Dann ist dann bitte spärlicher Aufstieg. Am besten schauen mal, dass ich dann irgendwie mal an Funke auch rankomme. Und genau deswegen hasse ich die C-Such-Munition. So, die habe ich jetzt alle verschossen. Ist mir jetzt egal. Genau deswegen hasse ich die. Hätte ich jetzt den Kassplatten umbringen sollen, aber scheiß drauf. Ich bin sowieso nie ein Freund der Zielsuchmunition gewesen. Die ist einfach in dem Spiel... Kack wie sonst was und Dankeschön, du... Ruhig. Spar dir die Wut noch auf. Denn die ist bei einem bestimmten... Affe besser aufgehoben als bei diesem Kassplatten. Jetzt darf ich natürlich den Schalter nochmal drücken.
Ich krieg die Krise. Dafür schieße ich ihn gerade gleich tot, dass mir jetzt voll schnuppe. Gut, packte sie wenigstens noch weg. Ob auch eine Granate funktioniert hier. Oder auch einfach das Instrument, wenn man es schnell haben möchte. So, dann wäre das auch schon erledigt. Dann müsste Diddy eigentlich auch in der Overworld fertig sein und ist er auch. Link ist ja auch schon fertig. Bei Donkey Kong fährt eben Link als Platten. Bei Kong noch die zwei Bananen. Und bei Tiny eine. Also der Einzige, der den Kasplatten noch nicht hat, ist der von Donkey Kong, aber der kriegt er erst bei der 8. Bei der Lobby von Welt 8. Oder 8. Weltlobby. Man darf es so nennen, wie man möchte. Spielt keine Rolle mehr. Sorry. Schluck auf. Und um die Wertbetreuung zu kommen, braucht man 80. Wir haben 137. Du weißt schon, Master. Geht, dann kann ich eigentlich gehen. Du hast ja viel zu viel. Also tschüss. Dann muss ich schon mal nicht mehr Angst haben um meine Familie. Raus hier, bevor der Felsack kapiert das! Die Kongs gerade die blendende erbähmte Maschine entdecken! Felsack, ja? Ich würde meine letzten Worte sorgfältiger wählen. Was ist das? Wer ist da? Hast du noch einen letzten Wunsch? Da drüben, da bin ich sicher. Ich glaube nicht. Oh, shit. Ja, Panik macht sich auch bei der eigenen Truppenbreite. Keiru und seine Gefolgsleute wissen, es wird langsam eng und willkommen im Kamikaze-Kastell der Gruselwelt. Und wohlgesagt auch Welt 7, wenn ich jetzt da runterstürze, dürfte mich alle beleidigen. Ehrlich, mach das nicht noch mit Absicht, Donkey Kong. Sonst helfe ich dir bei Cranky nicht. Danke. Und wir werden jetzt nicht viel machen, uns geht es jetzt eigentlich darum, dass wir zur Dings kommen. Und dieser Baum, das ist der Baum des Todes, weil dort drin ist die unheimlich böse Aufgabe. Wir werden jetzt kurz den Aufstieg nach oben machen zu Cranky. Der ist etwa in der Mitte der Welt, auf mittlerer Ebene. Die Welt ist wirklich unheimlich, ne? Funky musste ich dann nochmals suchen, aber ich glaube, der ist sogar dort drin. Wir werden kurz reingehen und ihn suchen. Denn wir brauchen ein bisschen Unterstützung. Das könnte uns nicht schaden. Die Bananen. Okay. Ich schau nur, ob Funky hier ist. Bist du hier? Nein, hier ist Candy. Schau mal, ob sie noch was für uns hat. Ja, ich hab noch was für dich. Aber es ist keine extra Melone mehr, die habe ich ja alle schon ausverkauft. Aber für neun Müssen kann ich euer Instrument noch ein bisschen aufmotzen. Und glaub mir, das ist die Kohle auf jeden Fall wert.
Allerdings Upgrade 2. Wollte einen Gefangen versuchen, aber das jetzt auch egal. So, jetzt haben die Instrumente einfach noch mehr Power. Denn jetzt sind sie stärker. Außer ein paar Reparaturen kann ich leider nichts mehr für euch machen. Oder vielleicht noch so für einen Flottenzweier. Aber jetzt musst du leider gehen. Also kurz Junkie, der kann da die Bananen gerade einsammeln. Sieht so aus, als ob Funky nicht hier ist. Dafür den Kasplatten noch killen. Ich schau jetzt nochmal weiter. Ne, er ist nicht hier unten. Dann gehen wir jetzt mit ihm zurück. Dann können wir auch noch mit Tiny die Münzen holen. Und was da drüben noch eine Aufgabe ist, die Aufgabe auch noch erledigen. Also dann ist er irgendwo anderswo. Also dort drin ist er nicht. Er geht dann wahrscheinlich eher von unten nach oben, würde ich sagen. Okay, da wäre eine Aufgabe. Ich werde das mal kurz ignorieren. Aber die Bananen hier sammle ich mal ein. Also ich werde dann unten beginnen. Also dann ist Funky wahrscheinlich weiter oben. Ah, wir finden ihn schon. Ja, wir sind nicht bei der Tür. Ich weiß, dass er irgendwo in einem Durchgang ist. Wir finden ihn schon. Wobei die Zeit langsam knapp wird. Aber keine Panik. So, hier geht's weiter nach oben. Bis links und rechts. Ich glaube, der ist dort drin. Ja, dort sind auch die ganzen Teleportationsplatten. Nein, hier ist er nicht. Weil hier waren wir schon. Also, wo ist er? Drehen wir mal kurz die ganzen Platten. Kann er fast nur an einem Ort sein. Ich glaube, ich laufe jetzt mal kurz den Weg nach oben. Ich glaube, in der von Cranky Kong ist eine Teleportationsplatte. Kann ich die dann benutzen? Weil ich will das mit den Moves schon erledigt haben. Dass wir uns dann im nächsten Part wahrscheinlich schon mit der ersten teuflischen Aufgabe widmen können. Weil ich werde die natürlich vorziehen. Das wird wahrscheinlich einen ganzen Part dauern. So, den Kasplatten lasse ich mal kurz in Ruhe. Halt! So, danke schön. Das war aber knapp. Okay, hier ist die zweite Platte. Und weiter geht's mit Tiny. Ich geh jetzt mal kurz hier rein, damit ich Tiny holen kann. Damit ich die Banane auf dem Hinweg schon habe. Sonst überziehe ich halt mal kurz noch. Weil... ich habe so viel Wut in mir aufgestaut, ich kann es fast nicht mehr in mir behalten. Ach, und hier sind dann auch ein paar fiese versteckte Bananen. Und hier ist er. So, die lassen wir jetzt mal sein. Nehmen die drei. Und jetzt suchen wir Funky. Der hat mir noch etwas versprochen. Denn ich bin noch nicht so blöd und greife ihn alleine an. Also dann hat er mir noch ein Upgrade noch vorbereitet. Wir haben das alles schon in einen schönen Pakt gepackt und hier kann man runter. Nur so als kleine Erinnerung. Und die ignoriere ich jetzt gekonnt, die Münzen. Aber die kleinen Münzen dort drüben nicht. Die nehme ich mit. Ich werde
werde das dann alles nochmal gründlicher durchsehen. Das ist eh nur ein Speedrun, damit ich die Fähigkeiten habe. Das müsste der Kasplatt von Diddy sein, aber den hole ich mir noch. Und viel mehr werde ich hier unten auch nicht mehr machen. Einfach nur den Kasplatt holen. Den Move. Okay, das müsste dort drüben sein. Ja, hier ist er. Und hier kann man Zielsuchmunition noch einsammeln. Die werden in dieser Welt noch eine gute Bedeutung haben. Und die nehme ich jetzt einfach mal mit. Und wessen Ballon ist das noch? Tiny's. Gut, das werde ich schnell kurz machen nochmal. Nur, dass ich die nicht vergesse, aber die Lenkri-Bananen, die könnte ich eigentlich... Die könnte ich eigentlich auch einsammeln. So, jetzt mal die Fledermaus weg. Weil die am meisten stört. So, Lenkri, du darfst die Kanone für mich abholen. Und Donkey Kong, spack bitte nicht drum. Es wird langsam eng. So, Funky, mein Lieber, ich bin da. Kannst du mir das Paket liefern? Jo, Mann! Ganz klar, hier drüben. Da liegt es. Ach ja, und für mir 7 Münzen kannst du noch ein weiteres Upgrade holen. Wie sieht's aus? Willst du es haben? Allerdings Zielfernrohr. So. Ich habe jetzt noch die Shooter noch ein bisschen aufgemotzt. Jetzt haben sie alle noch ein Zielfernrohr. Jetzt könnt ihr sogar nämlich eure Ziele ran zum noch besser treffen. Und die Headshots werden nur noch so über die Runden fliegen. Drück einfach beim Visit-Dings und dann Dings zum Wegzoomen und drücke Z, um die zu verlangsamen. Und das war leider mein letztes Upgrade für euch und zeig ihnen, was Sache ist und zeig den Cranky, wer jeder Mann ist. Danke, Funky. Das kann ich gebrauchen. So, es ist soweit. Wir nehmen jetzt noch die Bananen mit. So, sind da oben eigentlich auch noch welche? Erstens Lenkri Münzen. Und die Aufgaben. Und da unten. Wenn jetzt halt der Part ein bisschen Überlänge hat, dann ist es so, weil ich mit Cranky noch ein freundliches Wort wechseln möchte. Okay, das sind die Münzen. Autsch. Das sind die Bananenballon? Oder das ist die Bananenballon. So, und da wahrscheinlich dann auch Donkey Kong ja die erste Aufgabe machen kann, dann darf auch Donkey Kong die Ehre haben, Cranky zu stellen. Jetzt wird er dann mal... Da sind da unten noch Junkie-Münzen. Ja, ich mag jetzt nicht nochmal zurücklaufen. Ich werde die dann eh nachher holen. Und falls ich die aussehen vergessen sollte, ist es nicht so schlimm. Die drei Münzen da. Die drei Münzen am Anfang. Aber ich versuche mich daran zu erinnern. Hat der Part ein bisschen Überlänge. Ist jetzt auch wurscht. Ich wollte das Upgrade noch in diesem Part auch noch haben. So, Donkey Kong. Jetzt werde ich kurz mit ihm reden. Donkey Kong? Ja? Wir werden jetzt kurz zu Cranky rübergehen und den dran kommen. Der hat noch nach den letzten. Irgendwie nicht mögen ihn. Ich weiß, dass du ihn nicht magst. Ich bin ja bei dir. Denn das ist also der letzte Trank, den er uns geben kann. Denn danach hat er sowieso mal keinen Trank mehr. Und dann können wir ihn auffliegen lassen. Ich habe nämlich alles auf Band. Es ist alles vorbereitet. Er wird jetzt ein blaues Wunder erleben. Ich könnte jetzt einfach den Part hier Stelle schon beenden, aber das packe ich noch in diesem Part oben drauf. Cranky, wir müssen ein Wort mit dir reden!
Was zum Teufel? Ich dachte, hier wäre ich ganz alleine und müsste euch nicht mehr sehen. Und jetzt kommt ihr einfach in mein Labor gestürmt und... und wollt mich wieder auf die Nerven gehen. Ah, ist ja eigentlich egal. Für 7 Münzen kriegt ihr noch einen Trank und das ist aber leider der letzte, weil mehr kann ich wirklich nicht tun. Es ist einfach so, ich kann einfach nicht mehr Tränke für euch entwickeln, weil ich so dumm sei. Tränke? Ja, was willst du? Wer bist denn du eigentlich? Gib mal zuerst mal den Trank, dann erkläre ich es dir. Super duper Primatenpower. Maximus Kraftus Primaticus. Und jetzt zu dir, Cranky. Es wird jetzt langsam Zeit, dass du mit deiner asozialen Rederei aufhörst. Ach ja, zu dem Trank. Da, mir könnt jetzt auch rote Schalter zerstampfen. Und du rätst mich nicht nochmal an und bedrohst mich. Ich würde mich nicht bedrohen, denn ich habe alles auf Band. Ich habe alles auf Band. Deine illegalen Geschäfte mit der NASA, dass du deine Technologie geklaut hast und jetzt hältst du deine Klappe, sonst veröffentlicht ich sie. Hast du verstanden? Ich glaube, das sagt nichts mehr. Ich glaube, das haben wir jetzt ihm wirklich gezeigt. Und denke ja nicht daran, noch irgendwelche geheime Pläne zu schmieden oder doch was an Technologie zu klauen. Die Leute von der FBI, die wissen Bescheid. Die wissen alles Bescheid. Seht nur noch an mir, ob ich sie nämlich auf dich aufhetzen soll oder nicht. Und mit diesen Worten werden wir jetzt dann auch den Part beenden. Wenn Cranky nochmal auf die dumme Idee kommen sollte, noch irgendeine Beleidigung rauszuhauen, Donkey. Ich kann dir garantieren, das wird er nicht versuchen. Ich habe die ganzen illegalen Geschäfte und die Technologien, die er geklaut hat, alles auf Band. Ist sogar schon teilweise auf YouTube oben. Ich habe sie sogar an das FBI geschickt. Wir haben mir zugesichert, die werden sich um ihn drum kümmern. Aber ich habe noch ein gutes Wort eingelegt, dass ich mich um ihn kümmern werde. Und wenn er sozusagen sein Versprechen bricht und nochmal eine Beleidigung raushaut, dann kann er jedenfalls davon ausgehen, dass die nächsten 5 bis 10 Jahre hinter Gittern sitzt wegen geklauter Technologie, Beleidigung an die Kongs und was weiß ich sonst noch. Und jetzt muss ich leider den Part auch wirklich beenden, weil sonst fühle ich mich einfach jetzt gerade glücklich. Ich bin jetzt einfach gerade glücklich. Was werden wir dann im nächsten Part die Platte benutzen und die ersten Aufgaben hier in der Welt erledigen. Wir haben jetzt alles, was wir brauchen, um diese Welt abzuschließen. Bis dann und tschüss. PS, schreibt noch Hashtag Cranky, du bist am Arsch. Danke.